Schon seit mehr als 2000 Jahren werden solche kleinen gärtnerischen Kunstwerke geschaffen. Bonsai, das bedeutet wortwörtlich Landschaft in der Schale. Kleine Landschaftsbilder mit lebendigen Pflanzen. Es braucht viele Jahre, oft sogar Jahrzehnte, ehe aus einem kleinen Sprössling solch ein Bonsai geworden ist. Zeit hat Gerhard Haubold aus Weimar mehr als genug. Ja. Und die verbringt er am liebsten mit seinen Bonsais. Also, wenn man erst angefangen hat, hört man nicht wieder auf mit Bonsais. Man hat dann eben eine Beziehung dazu, die eben bindet. Man muss sich Zeit nehmen, genau hinschauen, um all die kleinen Details zu entdecken, die jeden Bonsai einzigartig machen. Über 30 verschiedene hat er. Ahorn, Wildapfel, Ulme, Eiche und natürlich auch einen Ginkgo. Eine seiner ältesten Kreationen ist zugleich sein Lieblingsbonsai. Das ist ein Acer palmatum, lateinisch ein japanischer Ahorn. Ist eingepflanzt in den Travertin. Den hat er mittlerweile gesprengt, die Wurzel, mit diesen schönen Farn. Treibt rot im Frühjahr aus, ja, und wird jetzt im Herbst ebenfalls mit einer Rotfärbung. Ja. Wenn ich also die Form korrigieren will, kann ich den etwas runterschneiden oder die Augen neu ziehen lassen. Ja. Also er soll nicht größer werden, das ist die Aufgabe des Züchters. Am liebsten verwendet er lokales Gestein, um seine Landschaften zu gestalten. Travertin ist ein Stein, sehr luftig. Und da nehme ich eben einen Spachtel und kann auch Löcher rein. Also meine Sammlung, das sind alles Travertine, ja, die dazu sich gut eignen. Und Weimar ist der Travertin-Steinbruch. Das kommt dazu. Ja. Einige seiner Bäume hat er mit viel Geduld und etwas Draht in die richtige Form gebracht. So wie das auch die japanischen Bonsai-Züchter tun. Viel braucht es gar nicht, damit die Pflanzen wie diese Konifere in Form bleiben. Die kann man ungehindert kurz halten. Und da zupfe ich einfach die Spitzen ab. Der soll nicht größer werden. Ja? Und wenn der Winter kommt, wird das selbstgebaute Regal zum Überwinterungshaus. Und in die Kiste kommen die alle rein, einer neben den anderen. Dann hole ich mir das Laub von der Pfingstrose, das ist schön steif, und Blätter, die ich hier im Garten genug habe. Und das wird reingemacht, sodass nur die Oberteile rausgucken. Bevor er sich für die Winterzeit von ihnen trennen muss, genießt er die herbstliche Schönheit seiner Kreation. Und ganz im Geheimen verrät er noch: Also der Garten ist Lebenselixier. Aber die Bonsais, entschuldigen Sie den Ausdruck, das sind meine Kinder.